Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph Saring und heute beschäftige ich mich aus gegebenen Anlass mal mit der Fritzbox 6490 in Kombination mit einem Vodafone Internet Red Kabelanschluss. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann drückt doch einfach mal irgendwo auf den Abonnieren-Button und wenn ihr natürlich auf das nächste Video warten wollt und benachrichtigt werden wollt, dann gibt es da auch noch irgendwo ein Glöckchen, das ihr auch noch betätigen könnt. So, nun zu unserem Problem. Und zwar habe ich für einen meiner Kunden vor ein paar Tagen einen Internetanschluss einrichten müssen. Und da habe ich festgestellt, dass wenn man Seiten aufruft, es sehr, sehr, sehr lang teilweise dauert, bevor sich die Seiten öffnen. Dann haben wir natürlich, wie man das so macht, erstmal einen Speedtest gemacht, alles in Ordnung, 100 down, 50 up und Pings in einer akzeptablen Größe. Also war nicht das Problem. So, dann habe ich ein bisschen analysiert und dann habe ich festgestellt, dass beim Anfragen an eine Domain sozusagen die Antwort von dem sogenannten DNS-Server sehr, sehr lang gedauert hat. Also ist die Lösung, einfach mal einen anderen DNS-Server zu benutzen. So, unter Windows kann man das ganz einfach mal prüfen, was wird denn benutzt als DNS-Server. Indem man sich mal die Eingabeaufforderung aufmacht, sieht jetzt sehr verwirrend aus, mit dem Befehl ipconfig Leerzeichen und all. So, und dann kann man mal hier reinschauen und dann sieht man hier zum Beispiel diesen Eintrag DNS-Server. Das heißt, für den IPv4-Bereich, was viele noch so ein bisschen kennen, wird die Fritzbox selber verwendet und für den IPv6-Bereich wird auch die Fritzbox in dem Fall verwendet. Das ist im Prinzip dieser Eintrag hier. So, nun ist natürlich festzustellen, ist denn die Fritzbox der Sündenbock oder ist es der DNS-Server des Providers, der ja standardmäßig eingetragen ist. Will ich auch gar nicht großartig analysieren, also ist mir viel zu kompliziert. Ich würde halt gerne wollen, dass mein Rechner direkt einen DNS-Server abfragt. So, ich habe das mal ein bisschen schematisch aufgetan. Und zwar so, wie es standardmäßig konfiguriert ist, ist das so. Das heißt, der Rechner fragt den Router an, der Router fragt den DNS-Server des Providers an, der fragt dann weiter im Internet, also in den ganzen DNS-Zonen nach, wo denn der Server im Internet zu finden ist, also unter welcher IP. Das heißt, das kann entweder so eine 192 nicht, also das kann im Prinzip so eine vierblöckige IPv4-Adresse sein oder halt diese sehr kryptischen IPv6-Adressen. So, dann antwortet natürlich die Root-Zone irgendwo mal zurück, dann antwortet der Provider an den Router zurück. Und am Ende gibt der Router an den PC zurück, wo denn der Server im Internet zu finden ist. So, und dann verbindet sich der PC mit dem Server und kriegt natürlich eine entsprechende Antwort von dem Server. Das ist jetzt mal ganz einfach, also es ist jetzt technisch nicht genau, aber es ist jetzt der grobe Ablauf, wie das abläuft. Es gibt ja auch noch weitere Gründe, warum man einen anderen DNS-Server verwenden möchte. Zum Beispiel, wir bauen ja immer relativ viel an Infrastrukturen rum, die im Internet zur Verfügung stehen. Das heißt, wir ändern dann auch mal Adressen von Servern und dann haben wir zum Beispiel ein zweites Problem, dass der Router selber ja Anfragen cached. Das heißt, bei der zweiten Anfrage fragt der nicht unbedingt den DNS-Provider ab, sondern gibt einfach eine Antwort zurück. Und das kann teilweise viele, viele Stunden dauern, ehe der sich dann mal aktualisiert. Das kann man zwar mit ein bisschen Gewalt umgehen, indem man den Router auch mal neu startet, aber das will man ja nicht wirklich, dass man ständig Router neu startet oder so. In der Regel ist es so, dass der
Provider DNS sich da schneller aktualisiert als der Router. Und dann gibt es natürlich auch noch, dass zum Beispiel der Provider DNS nicht unbedingt alle Zonen des Internets auflöst, warum auch immer, will ich jetzt nicht spekulieren, beziehungsweise auch, wie es bei Vodafone in letzter Zeit häufiger mal gewesen ist, es gibt ja auch ab und zu mal Probleme mit dem jeweiligen Provider DNS-Server. So, jetzt können wir ja mal in die Fritzbox gehen. Habe ich jetzt hier die 6490 und dann würde ich als allererstes mal hier auf die erweiterte Ansicht klicken, damit man ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. So, und dann hat man hier zum Beispiel den Eintrag IP-Adressen unter Heimnetz-Netzwerk IP-Adressen und dann kann man hier erstmal auf die IPv4-Adressen gehen. So. Also typischerweise würde man ja eigentlich in die Internetverbindungen gehen. So, bei dem Kabelanbieter ist es ja jetzt erstmal nicht möglich, hier dem Router selber sozusagen einen alternativen DNS-Server einzutragen, weil hier gibt es keine Zugangsdaten, keine IP-Konfiguration und gar nichts. Das heißt, hier kann man eigentlich nichts dran ändern. Ist aber auch richtig so. Denn wenn man jetzt nicht die DNS-Server, also die Box nicht die DNS-Server der von Vodafone nutzt, das ist auch bei anderen Providern ähnlich, dann funktioniert in der Regel die IP-Telefonie nicht mehr richtig. Das heißt, es wäre sowieso eine schlechte Idee, dem Router sozusagen providerseitig, also den providerseitigen DNS-Server zu entziehen und einen Alternativen zu verwenden. So, also umgehen wir das Problem, indem wir einfach den Geräten im Netzwerk einen anderen DNS-Server zur Abfrage geben. So, dazu gehen wir halt hier in dieses Heimnetz-Netzwerk. Jetzt hat er sich schon wieder mal abgemeldet. Gut, mal ganz schnell angemeldet. Und gehen halt hier in die Netzwerkeinstellungen und zuerst hier auf diese IPv4-Adressen. So, und da sehen wir, das ist im Prinzip die IP des Routers und das ist der Bereich, der den Geräten im Netzwerk vergeben wird. Das heißt, immer wenn man sich anmeldet am Netzwerk, wird einem Gerät im Prinzip eine Nummer aus diesem Pool, also zwischen 100 und 200, vergeben. So, und das ist der DNS-Server, der im Prinzip hier mit vergeben wird. So, das ist jetzt der, die 192, 168, 178.1. Das ist in dem Fall die IP-Adresse des, der Fritzbox. So, und die wollen wir jetzt ändern. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich nutze häufig die DNS-Server von Google, weil die relativ aktuell und schnell sich auch aktualisieren. Wäre natürlich ein bisschen, sage ich mal, Angst hat, dass Google zu viel von einem analysiert, der kann natürlich auch einen der vielen alternativen DNS-Server, die im Internet sind. Wobei ich aber hier immer ein bisschen vorsichtig bin, weil die Infrastrukturen hier bei diesen anderen Anbietern sind nicht so gut ausgebaut, Bandbreiten sind begrenzt. Das heißt, die können auch ganz schnell mal Probleme bekommen. Also wie gesagt, ich nutze halt den Google DNS-Server und da gibt es halt eine kleine Domain, die heißt dns.google.com und da sieht man sozusagen die Standard-DNS-Server von Google. So, das ist für den IPv4-Bereich und das ist für den IPv6-Bereich. So, die trage ich jetzt, also jetzt diese IP-Adresse, die trage ich jetzt ganz einfach mal hier ein. Das heißt 8888 und drücke auf OK. So, und dann müsste man entweder den Rechner neu starten oder den Adapter mal deaktivieren oder man zieht ganz kurz mal das Kabel und steckt es wieder ein. Oder halt das WLAN mal sich auslocken oder wieder einloggen. Ach ja, ich habe noch vergessen auf Übernehmen zu drücken. Nochmal auf Übernehmen. Hier unten. So, und jetzt ziehen wir dann das Kabel nochmal und stecken das wieder rein. Und jetzt müsste der
DNS-Server von Google eingetragen sein. Ja, hier haben wir es. So. Also die 8.8.8 ist jetzt im Prinzip der Google DNS-Server. Der IPv6-Bereich ist noch der standardmäßig eingetragen war. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier nochmal in die, und jetzt gehen wir in die IPv6-Adressen. So, da haben wir den hier eingetragen. So, jetzt bekommen wir von Google natürlich, kann ich ja mal zumachen, von Google natürlich so etwas. So, da weiß Otto Normal ja nicht, was er hier jetzt eintragen soll. Das ist aber ganz einfach. Man nimmt einfach jetzt diese ersten Zahlen als erstes. Die trägt man natürlich jetzt dort erstmal ein. Da müssen wir wieder jeden einzeln machen. 4866. 4866. Ne, 60. Dann war es die 4860 nochmal. 4860. So, und dann sieht man hier dazwischen, dass ja zwei Doppelpunkte dazwischen sind. Ich kann das ja auch mal ein bisschen größer machen hier. So, dass hier zwei Doppelpunkte dazwischen sind. Und zwar macht man das ganz einfach. Man nimmt den letzten, drückt hier die 8888 rein. So, also hier. Und alles, was dazwischen ist, füllt man einfach mit einer 0 auf. Also diesen Doppelpunkt, den, also zweimal Doppelpunkt, das gibt es in einer IPv4-6-Adresse nur einmal. Also wenn nur zweimal ein doppelter Doppelpunkt steht, das kann nicht sein. So, drücken einfach mal auf OK. Und hier nochmal auf Übernehmen. So, ganz kurz nochmal den Netzwerk bezogen. Und wieder rein. Und nochmal IPv4-Config all. Und wir sehen, dass der DNS-Server im Prinzip auch aktualisiert wurde. So, was haben wir jetzt gemacht? Gehen wir mal auf meine wunderschöne PowerPoint-Präsentation zurück. Und zwar, der erste Weg wäre ja, dem lokalen Netzwerk zu sagen, dass man den Provider DNS direkt abfragt. Das heißt, man übergeht in dem Fall den Router, die Router-Zwischenabfrage. So, der fragt dann wieder nach, dann geht es wieder zurück, dann kriegt der PC direkt die Antwort, dann wird der Server angefragt und vom Server kommt die Antwort zurück. So, das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, also wir haben jetzt nicht von Vodafone die DNS-Einträge direkt an den PC weitergeleitet, sondern wir haben jetzt das gemacht, wir haben hier einen alternativen DNS-Server genutzt, das ist der jetzt von Google. Der Computer fragt den Alternativen direkt an. Der fragt dann im Prinzip im World Wide Web die ganze DNS-Infrastruktur, die es da gibt, ab. Dann gibt es zurück an Google eine Antwort. Dann wird dem PC die Antwort gegeben. Und dann wird der Server natürlich angefragt. Und es gibt die Antwort vom Server zurück. So, das ist ganz einfach mal erklärt, wie es funktioniert. Und ich hoffe, ich habe euch geholfen. Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Anfragen deswegen in letzter Zeit bekommen und hatte auch selber die Erfahrung, dass man gerade so im abendlichen Bereich ganz oft massive Probleme hatte. So, das liegt aber wirklich nicht an der Internetverbindung, das liegt wirklich nur am DNS-Server. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen geholfen und wie gesagt, abonniert auch meinen Channel, wenn es euch gefällt, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christoph.